Hallo und herzlich zurück zu Seam Hospital, wo es ordentlich zugeht bei uns im Krankenhaus. Da müssen wir mal schauen, wo hier die Leute wirklich warten, weil die haben dort auch gemeint, zum Teil sind die Räume einfach nicht besetzt. Ja, viele warten auch schon bei der Empfangsdame, wie wir sehen. Da brauchen wir bald eine zweite. Können wir die hier vielleicht noch reinquetschen? Ich probiere es mal. Ja, schaut nicht so gut aus. Vielleicht stehen nur die Leute im Weg. Ah, da ging's. Ist jetzt nicht hübsch gemacht, aber wir versuchen es mal. Schauen wir, ob wir da eine Flotte haben. Na, ginge besser. Warten wir vielleicht noch einen Monat, weil da eine Schnelle haben ist auch ganz praktisch. Und ja, noch eine Theorie wollte ich nachgehen, die ich für eine sehr gute Theorie halte. Und zwar Heizkörper auf den Gängen aufstellen, damit die Hausmeister etwas glücklicher sind, weil jemand gemeint hat, er glaubt, dass die Heizkörper nicht durch die Wände durchstrahlen. Und sollte das der Fall sein, dann natürlich ist klar, dass denen zu kalt wird. So, werden wir da vielleicht noch ein paar... Oh, jetzt habe ich natürlich genau hier jemanden den Sitzplatz weggeschnappt. Werden wir hier vielleicht noch ein paar Lücken machen und den ein oder anderen Heizkörper aufstellen. In der Hoffnung, dass eben unseren Hausmeistern auch ein bisschen wärmer wird. So. Ja, da haben wir mittlerweile eine riesen Warteschlange. Also so gesehen auf jeden Fall eine gute Idee. So, noch hat es wohl nicht ganz gegriffen. Wir haben mal wieder ein bisschen unsere Leute bezahlen. Und dann müssen wir gelegentlich checken, wie es mit der Ausbildung ausschaut, ob da noch alles passt. So, und um unsere Maschine müssen wir uns natürlich auch laufend kümmern. Vielleicht. Also entweder wir erneuern ein paar Geräte. Okay, das ist schnell gegangen, die neue Epidemie. Eine vorbei schon, die nächste da. Hier bekommen wir wenigstens ein bisschen einen Bonus. Ja, ist einfach viel los, gerade im Krankenhaus. Da passiert das offensichtlich schnell. So, ich wollte eigentlich noch, genau, mich um die Maschinen kümmern, heißt, zwei Hausmeister oder so einstellen, die vielleicht auf, in dem Fall die Maschinenreparatur spezialisiert sind, aber wir schnappen uns einen bestehenden und spezialisieren den entsprechend und dann stellen wir noch ein paar Heizkörper auf. Vor allem hier so in den Bereichen. Da im Eingangsbereich schaut es auch noch eher dünn aus. Bekommen wir da einen unter? Na, vermutlich nicht, da werden wir irgendeine Bank entfernen müssen. So, diesmal ist die Epidemie ein bisschen schlimmer. Naja, drei, das geht noch. So, 4. August heißt, schauen, ob es eine gute Empfangsdame gibt. Ja, die ist flott, die stellen wir ein. Und die müssen wir schauen, ob sich das jetzt automatisch verteilt. Weiß nicht. Schauen, ob man das so hinbekommen geht. Das kann man das so umreihen. Bin mir gerade nicht sicher. Naja, sie werden es schon schaffen, sich das zu teilen. Zumindest über die Zeit. Okay, und weil ich eigentlich schneiden wollte, ich habe mir gedacht, vielleicht schafft man einen Kompromiss und ich versuche das Spiel einfach ein bisschen schneller zu spielen. Dass ich nicht schneiden muss. Ah, den stellen wir natürlich gleich gerne ein. Vielleicht schaffen wir es zumindest, das Patientenziel während der Aufnahme zu erledigen. Das wäre schon mal toll. So, er ist eh schon im OP, unser Neuer. Dann schnappen wir uns noch hier den Herrn Goldmeier. Der darf dann eh gleich zurück in die Ausbildung. So, haben wir die Epidemie halbwegs im Griff. Hier ist noch eine Dame unterwegs. Sonst sehe ich niemanden mehr.
Und ich glaube, unsere Empfangsdamen haben auch langsam die Warteschlange abgearbeitet. So, ich glaube, den... Na, die wollte ich nicht haben. Eigentlich wollte ich den Stuhl da haben. Vielen Dank. Und dann noch einen Heizkörper aufstellen. Und dann werden wir schauen, wie es um die Temperatur steht im Krankenhaus. Ja, wir nähern uns dem Mittelwert, der, nehme ich mal an, bei Heizung der Idealwert ist. Ich hoffe zumindest so, dass ich das richtig verstehe. So, da ist unsere letzte Patientin, glaube ich, die von der Epidemie betroffen war. Heißt, die ist besiegt. Den werden wir mal erneuern. Müssen wir nicht so geizig sein. Entzeugung 0 mal verwendet. Da haben wir einen Notfall. Haarspalterei, das war, glaube ich... War das Hair Repair Komplex? Nein, das war... Elektrolyse, glaube ich. Von dem her passt das eh. So, gibt es wieder einen kleinen Bonus. Wenn wir die Epidemie überstanden haben. Also, das Gesundheitsministerium weiß natürlich nichts davon. So, jetzt haben wir mal alle hier abgearbeitet. Jetzt werden sie vermutlich da anstehen. Genau, heißt, da wäre gut, wenn wir einen Arzt drin hätten. Ist gerade irgendeiner in der Nähe frei? Hier ist gerade jemand. Sie sind alle in der Pause. Irgendwer schon. Ja, der Herr Meyerweb, den schnappen wir uns für hier. Da an der Stelle ist es noch relativ kalt. Da müsste noch ein Heizkörper hin, vermutlich. Ah, jetzt wäre gerade jemand gekommen, aber das passt schon. So, zwei Chirurgen in den OP heißt es wieder. Dann schauen wir mal, wo unser Neuankömmling umgeht. Den kassieren wir gleich. Und wem schnappen wir uns noch? Der Eselbaum, glaube ich, ist noch in Ausbildung. Der sollte zumindest in Ausbildung sein, aber der versorgt hier ein paar Patienten. Das möchte ich eigentlich nicht. Ist ja wichtig, dass wir da oben jemanden haben. Aber das soll jemand anderer erledigen. Theoretisch könnte man den Herrn North Smith aus der Ausbildung nehmen für den Moment. Da geht es ja ordentlich zu. Ah, da warten drei. Da wartet, glaube ich, gerade niemand. Doch, da warten fünf. Ich sehe noch nicht, wo sie sitzen. Naja, wir werden sie schon abarbeiten. Zu viele Schwestern. Ja, vier haben wir. Finde ich jetzt nicht so übertrieben. Und so wie es ausschaut, die Heizungen auf den Gängen haben geholfen. Vielen Dank. Unsere Hausmeister haben fast keine Klagen mehr. Ja, dann war es das doch. Eindeutig, die Heizungen gehen nicht durch die Wände durch. So, da wird fleißig operiert. Das ist gut. Ja, die leidenden Massen müssen stehen. Und offensichtlich brauchen wir auch noch Hausmeister, die sich mehr um Pflanzen kümmern. Die meisten haben wir ja zum Putzen, was ich okay finde, weil schmutzig ist das Schlimmste, was man haben kann. Und dann machen wir den einen oder anderen, der Pflanzen gießen soll. Okay. Gut, na, Entzeugung wurde immer noch nicht verwendet dafür. Oh, jetzt haben wir den Notfall gar nicht begutachtet. Aber ich glaube, da ist der letzte gerade raus. Also haben wir das auch geschafft. Super. Ja, und den ganzen Bonus kassiert. War es also doch der Raum hier. Ja, und so gesehen nähern wir uns dann doch relativ flott dem Ziel. Also hier haben wir...
glaube ich, fast 50 Patienten geheilt, seit wir die Folge gestartet haben. Da waren wir ungefähr bei einem Drittel, sind bald bei der Hälfte. Also darf man sich nicht beklagen. Hier wird nach wie vor fleißig operiert. Das ist gut. Und wie schaut es da aus? Von der Menge an Patienten mal ein bisschen an die Türen klopfen. Hier warten 5. Hier warten 5. Und hier warten 6. Ja, es ist gut verteilt. Es ist auch jeder Raum besetzt. Ich würde mal so sagen, wäre sicher an der Zeit, dass man sich überlegt, ob man das ganze Krankenhaus nochmal umbaut, den einen oder anderen Raum vielleicht verlegt, ein bisschen was zu- oder anbaut. Aber ich würde sagen, ist nicht unbedingt nötig. Den einen oder anderen Raum könnte man vielleicht verlegen, der selten gebraucht wird. Also ein bisschen weiter weg. Und eventuell noch ein viertes Allgemeinmedizinzimmer aufstellen, das wer zum Überlegen. Ein Arzt bitte in den Blutmaschinenraum. Weil die haben schon ordentlich zu tun. Was könnte man denn verlegen, ist die Frage. Ich glaube, die hier wird sehr oft verwendet. Die Spitzzungenreibe. Die könnte man woanders hingeben und hier eben noch irgendwo so einen Allgemeinmedizinraum aufstellen. Es sei denn, wir schaffen es, das irgendwie anders abzuarbeiten. Aber es ist wirklich, wirklich sehr voll. Also ich würde fast sagen, schauen wir, ob wir den noch rechtzeitig erwischt haben, dass wir hier ein bisschen verlegen. Da haben wir noch ein wenig Platz. Mal schauen. Es ging mitunter sogar so, wenn wir uns hier teilweise von den Bänken trennen, dann würde ich sagen, packen wir es da hinten rein. Oder auch nicht. Dann kommt der Raum hier hin. Hauptsache, er funktioniert. Epidemiealarm. Okay, bin sofort da. Das versucht man natürlich wieder zu vertuschen. Eine haben wir eh direkt los. So, die ist auch markiert. Schauen wir mal, ob das genügt hat. Und ja, ich würde sagen, da können wir direkt da eine Allgemeinmedizin reinpacken. Braucht man nicht viel weiter Räume verlegen. Vielleicht schaffen wir es, das irgendwie halbwegs sinnvoll einzurichten von den Laufwegen her. Den Stuhl möglichst nah an die Tür. Schreibtisch können wir hier hinpacken. Ja, das sollte eigentlich gehen. Eine Schwester auf die Station, bitte. Okay, und da oben gibt es hoffentlich noch ein paar Bänkchen. Wenn nicht, stellen wir inklusive Getränkeautomat noch ein wenig was dazu. Der passt da nicht hin, dann kommt er da oben hin. Okay, also eine, wie gesagt, ist weg. Und die Frage ist, ob wir nach wie vor Ärzte einstellen. Wenn ja, müsste man sie aber auf jeden Fall ausbilden. Ein Arzt in den Hair Repair Komplex. So, da wird nach wie vor operiert. Ist gut, müssen wir nur gelegentlich schauen, wen wir jetzt wieder in die Schulung stecken. Ah, der Raum ist eh schon in Verwendung. Man, spätestens dann, wenn wir die ganzen Forschungen abgeschlossen haben, könnte man natürlich auch das Forschungslabor leeren, sprich hier unseren momentan, glaube ich, einzigen Forscher einkassieren. So, nach wie vor sind hier Chirurgen gefragt. Ich glaube, er geht gerade. Das ist, meine ich, unser Neuer. Da müssen wir schauen, wer ihn hier vertritt. Oh, da will jemand kündigen. Oh, der lernt eh schnell dazu. Ja, wir müssen zumindest, naja gut, müssen wir jetzt vermutlich nicht, weil wir würden es auch ohne schaffen. Aber theoretisch wäre es gut, wenn wir natürlich einen von unseren Chirurgen so weit bringen würden, dass er auch unterrichten kann. Das wäre schon toll. Mal schauen, ob wir das noch irgendwie schaffen, bevor die Zeit abläuft.
4000 Bargeld für den besten Ruf. Die wenigsten Ablebensfälle nach wie vor. 3000 gibt es dafür. Sauber ist es. Bisschen Geld bekommen wir für... Ah, nochmal den besten Ruf, okay. Und viele süße Getränke verkaufen ist der Zahnarztvereinigung ein Tausender wert. Und ein bisschen Abzug gibt's wegen der Wartung. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ah, war das immer relativ gut raufgekommen in den letzten 15 Minuten. Wie schaut's aus mit der Epidemie? Nochmal kurz so ein bisschen die Runde schauen, aber ich glaube, wir haben alles unter Kontrolle. Ich sehe zumindest niemanden mehr, der infiziert ist. Ah doch, da ist noch jemand. Mal schauen, wenn wir sie nicht rechtzeitig heilen, dann müssen wir sie ja leider rauswerfen. Mal schauen, wo sie hinläuft. Im Moment gerade schwer zu sagen. Ah, zur Pharmatheke? Nein, aufs WC. Tue ich ja ungern, aber ich befürchte fast, die müssen wir rausschmeißen. Was für ein Zugang. Ganz schön ordentlich. Ja, und jetzt merkt man auch so langsam, dass unsere Ärzte doch, glaube ich, mehr zu tun haben. Schaffen sie es nicht mehr ganz so einfach, sich zu entspannen. Dafür geht es unseren Hausmeister mal relativ gut im Vergleich zu dem, wie es war, sogar super. Ja, finanziell sind wir jetzt mal doch ein Stückchen über der Hälfte und da sind wir auch schon auf der Zielgeraden, noch 100 Patienten. Ja, ich würde das schon gern in der Folge fertig bekommen. Ich würde mal sagen, spielen wir noch ein paar Minütchen, dann schauen wir, wie weit wir kommen und ich werde es dann ohne euch fertig spielen und den Schluss einfach dranhängen, weil jetzt ist wirklich nur mehr, würde ich sagen, warten, ab und zu mal Boni zahlen und vor allem, ja, so wie es ausschaut, relativ viele Epidemien überstehen. Ah, hier leert sich langsam, aber es kommen eine Menge neue Patienten nach. Wie ist unser Marktanteil? Ah, 40%, das merkt man gut. Aber braucht man eigentlich noch Krankenhauswert? Ja. Aber das sollte dann schnell erledigt sein. Da müssen wir einfach nur eine Kleinigkeit bauen. Und passt. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Das ist flott erledigt. Ja, eben. Das sind halt so Sachen, da muss man zum Teil dann doch manuell eingreifen, wenn ein Arzt im OP fehlt. Der ist hier gerade zugange. Der Herr Wolkop, den hätte ich eigentlich gern gehabt. Aber der hat ordentlich viel Patienten gerade. Dann lass mir das mal noch abarbeiten. Falls sich nicht inzwischen zweiter Chirurg von selbst einfindet. Oh, das Ding raucht schon. Dann order mal lieber eine Reparatur. Entlüfte es noch in halbwegs guten Zustand. Die Spitzzungenreibe. 22 Einsätze. Ich würde sagen, die können wir ersetzen. Warum nicht? Bevor uns das Ding wieder um die Ohren fliegt. Dann haben wir viele Epidemien. Wobei es gar nicht so... Oh, jetzt haben wir wirklich eine große. Wobei es gar nicht so schmutzig ausschaut im Krankenhaus. Mal schauen, ich hoffe, da müssen wir nicht viele rauswerfen gleich. So, hier der letzte Patient mit zu viel Haaren. Na, da kommt schon der nächste. Gut, dann müssen wir da gleich einen anderen Arzt reinstecken. Vielleicht kann er das ja übernehmen. Geht das, wenn wir da direkt ihn reinsetzen oder... Genau, die tauschen sich dann direkt aus. Da geht der aktuelle Patient zwar raus. So, ihn erwische ich gerade nicht.
Aber das passt schon. Oh, na, mittlerweile sind natürlich zwei eingetroffen. Okay, dann ab in die Schulung. So, werfen wir einen Blick auf unsere Epidemie, die sich hoffentlich nicht ausbreitet. Schaut diesmal nicht so gut aus. Der ist entweder schon markiert oder ich erwische ihn nicht. Ja, vom Gefühl her haben eigentlich schon genug Hausmeister, dass die das schaffen würden, da alles sauber zu halten. Wobei hier wird sich gerade ordentlich übergeben. Ja, sind einfach so viele gerade krank oder infiziert, da wundert es mich nicht. Ja, bin gerade überlegen, ob wir da die Radikalmaßnahme machen sollen, alle rauswerfen oder nicht. Die meisten sind mal unterwegs zur Pharmatheke. Das ist gut. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Mal schauen. Unsere Maschinen fallen auseinander nach wie vor. Müsste ich mal im Wiki schauen, falls es da drin steht, wie oft man die ersetzen sollte. Nach wie viel Anwendungen. So. Da ist gerade einer drin und lässt sich behandeln. Und ich glaube, die zwei warten auch bei der Pharmatheke. Also mit ein bisschen Glück schaffen wir alle. Ja, und noch 64 Patienten. Das ist gar nicht so viel. Im Moment heilen wir sehr viele. Das schaut gut aus. Ich glaube, die Epidemie haben wir geschafft. Ja, das übliche Problem mit den Chirurgen. So, dann darf der Herr. Kaum hole ich jemanden manuell. So, jetzt gehen beide raus, oder? Ja. Ich müsste einfach ein bisschen besser schauen. So, jetzt aber sind zwei drin. Aber kaum hole ich jemanden, ist in der Zwischenzeit jemand da. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ich glaube, Saumagen ist OP. Und da schaffen wir unmöglich 10 in der Zeit. Keine Chance. Ja, Epidemie haben wir geschafft. Da schaut es echt gut aus. Gute 50 noch. Hier sind wir auch fast bei 300.000. Da habe ich mich doch ordentlich verschätzt, wie lange es noch dauert. Wobei ich spiele im Moment, muss ich schon sagen, wirklich schnell. Und hoffe einfach, dass alles glatt geht. So, bekommt jetzt unser Nachwuchs sozusagen noch eine Chance, oder das hat er gerade umgedreht und geht wieder operieren. Ah, er geht wieder operieren. Okay, super. Patienten frieren. Ja, ein bisschen zu kalt ist es noch. Aber eindeutig besser, wie wir es schon hatten. Also die Heizkörper auf den Gängen bringen es auf jeden Fall. Super wertvoller Tipp. Ich habe immer Angst, dass ich verschreibe, wenn ich sage, es läuft gut, aber kaum jemand verlässt das Krankenhaus ungeheilt. Wenig Ablebensfälle hat man auch. Bin zufrieden. Die Elektrolyse mittlerweile am Rauchen. Und hier wird immer noch fleißig geforscht. Nach wie vor Raum für Verbesserung, so wie es ausschaut. Aber das passt. Verläuft die Behandlung besser oder wir können mehr kassieren. Ja, jetzt habe ich drüber gespielt über die Zeit, wo ich eigentlich spielen wollte. Schauen wir nochmal. Das ist eine Frage von,
wenigen Minuten. Ich würde sagen, wisst ihr was, machen wir Überlänge und ich spiele jetzt einfach fertig. Was soll's? Wem es zu lang geht, der kann ja zum Schluss springen. Beziehungsweise wenn die Folge jetzt in einer Minute zu Ende ist, dann hat es so lange gedauert, dass ich doch aufgeteilt habe. Oder ich habe es verloren, wer weiß. Wobei, da hoffen wir mal nicht, dass das nach wie vor eine Option ist. Kosten niedrig halten heißt keine Gehaltserhöhungen. Dann wird das schon gehen. Wie geht's den Hausmeistern? Denen geht's super. Perfekt. Ja, und die Empfangsdamen sind sowieso immer motiviert. Ich glaube, mittlerweile kassieren wir auch schon ganz gut Geld so für allgemeine Diagnosen. Das macht sich schon bemerkbar. Da so Medikamente ausgeben, auch gleich mal 500. Und gerade sowas wie die Elektrolyse ist ja super teuer. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Mal schauen, was so eine Entlüftung bringt mittlerweile. Ein Arzt in den Hair-Repair-Komplex. Ein Arzt bitte in den Ultraschall. Ah, 1300. Oh, seltenes Bild. 2000 hier für eine Entzeuchung. Ordentlich. So, die Dame hier ist nicht gerade sehr glücklich. Die wartet auf eine OP. Ich hoffe, sie kommt gleich noch dran. Na, nachdem es heißt, zwei Chirurgen in den OP, verabschieden sich die gerade. Schauen wir mal, ob einer von den zwei umdreht. Ich nehme mal an, nicht. Da müssen wir doch mal selbst wieder auf die Suche gehen. Einer von den zwei ist, meine ich, der Herr Wolkop, oder? Ja, der ist gerade auf dem Weg nach außen. Dann der Goldmeier, das ist der zweite, der gerade gegangen ist. Dann brauchen wir doch jemand anderen. Wer steht uns denn noch zur Verfügung? Der Herr Eselbaum. Der ist gerade hier zugange. Warte mal, bis er fertig ist, dann schnapp ich ihn mir. Der muss operieren. Und ich glaube, da kommt... Ich will ihn mal nicht platzieren. So, einer ist eh schon aufgetaucht. Habe ich da den... Falschen mir geschnappt, oder wie? Der Herr Eselbaum? Doch, der ist... Chirurg. Versuchen wir es nochmal. Kann ihn aus welchem Grund auch immer hier nicht platzieren. Ja, dann hoffen wir, dass von selbst jemand auftaucht. Oh. Ein Erdbeben. Bei dem die Dame gleich möchte operiert werden und ist schon relativ unfit. Ah, Moment. Die Häufigkeit der Benutzung setzt sich ja gar nicht zurück mit der Erneuerung. Ich habe mir schon gedacht, wie oft erneuere ich hier die Maschinen, die werden ja super oft verwendet. Okay, wieder was gelernt. War der Meinung, das setzt den Counter zurück. Okay, wir brauchen dringend einen zweiten Chirurgen. Hilft nichts. Wen schnappen wir uns denn? Der Herr Schafkohl. Der hat da zwar gerade Dienst da vorne, aber irgendwie kann ich keinen zweiten Arzt hier platzieren. Ich bin mir nicht sicher, warum, ehrlich gesagt. Ich kann hier gar keinen platzieren im Moment. Doch, jetzt geht's. Jetzt geht's, okay. Dann bitte los operieren. Da warten doch schon eine Menge Leute, vor allem sie hier. Die werden wir gleich nach vorne schieben, bevor uns die ablebt. Gehen jetzt wieder beide, oder was? Na, einer geht. Einer zieht sich um. Könnten Sie bitte operieren? Wäre super. So, jetzt wascht er sich die Hände, das ist ein gutes Zeichen. Jetzt geht der andere. Ha, was ist mit unseren Ärzten los? Die wollen nicht operieren. So, er ist wieder halbwegs fit. Bitte. Einsatz.
Haben wir jetzt zwei. Keine Chance. Die wollen alle nicht. In der Zwischenzeit sind, glaube ich, auch alle Patienten gegangen. Nein, nicht wirklich. So, haben wir jetzt zwei. Oder geht gleich wieder einer? Jetzt haben wir zwei. Also bitte, Patienten. Sie ist beim Ableben. Eigentlich wäre sie ja dran, oder? Na? Ist sie beim Gehen vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Doch, sie ist dran, oder? Ja, dann haben wir es noch. Haben wir sie zumindest gerade noch gerettet. So, der. Welches Gerät war fast am Auseinanderfliegen? Der Hair Repair. Komplex, aber ich glaube, der wurde. Ah, das ist der Haarreparierer. Noch. Ah, passt. Das ist der richtige Apparat. Ich glaube, der wurde schon repariert. Kleinen Bonus haben wir auch bekommen. Gut, heißt, wir haben. Ja, außer den Krankenhauswert, der sinkt eher ein bisschen. Da haben wir noch 10 und hier haben wir noch ein bisschen was. Ja, dann ziehen wir das noch durch. Schauen wir, dass wir das noch fertig bekommen. Das sollte man schon noch schaffen. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Warnung, Epidemie. Also wir haben zu viel Epidemien, dann könnte es ein Problem werden. Oh, da ist was auseinandergeflogen. So, was war das? Gute Frage, einer von den gelben. Heißt, es ist so eine. Es war irgendeine Diagnose. Irgendeine Abteilung. Na, Moment. Dass ich nicht durcheinander bringe. Doch, die Behandlungen sind grün. Oder? Nein, die Behandlungen sind weiß. Muss ein bisschen auf die Raumfarben schauen. Das sind die Diagnosen, oder? Ich meine, genauso wie die Blutmaschine oder ähnliches. Den Ultraschall, den haben wir noch. Was war da oben? Das Röntgen haben wir noch. Das war, glaube ich, der Scanner, oder? Jetzt weiß ich auch, warum der Krankenhauswert runter ist. Ein Arzt bitte in den Blutmaschinenraum. Gut, theoretisch könnte man die Forschungsabteilung verkleinern. Und das hier anmieten. Dann schaffen wir da den Durchgang. Okay. Dann machen wir das flott. Das, muss ich euch ehrlich sagen, ist nach wie vor eins der Dinge bei Siem Hospital, die mir nicht sehr gefällt, dass die Sachen einfach kaputt gehen und man den Raum da nicht mehr nutzen kann. Ich finde, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, eine zu hohe Strafe sozusagen. So, habe ich denn da noch irgendwo Platz? Inklusive Computer, jawohl. Also von mir aus wäre es okay, wenn man da einfach eine, keine Ahnung, eine super hohe Gebühr zahlen müsste oder so. Dann, ja, lasse ich mir das einreden. So, der Scanner. Ich glaube, der wird eh nicht allzu oft gebraucht, aber mal schauen. Ja, kommt davon, wenn man dann doch zu schnell spielt, dann passiert sowas. So, wenn wir hier noch ein bisschen heizen.
Wie geht's der Epidemie? Da sehe ich noch eine Dame am WC. Hier ist noch ein Herr am Weg. Ich hoffe, alle unterwegs zur Pharmatheke bzw. Behandlung. Ja, der klopft mal da. Das passt, auch wenn gerade keine Schwester drin ist. Ich hoffe, die kommt gerade. Und die klopft da. Die könnte man eigentlich versuchen, darüber zu bekommen. Würde mehr Sinn machen, wenn da gerade besetzt ist. Okay, dann haben wir das hoffentlich auch geschafft. Operiert wird auch nach wie vor. Ja, operieren ist fast, so wie es ausschaut, im Moment das Schwierigste für uns. Dass wir da zwei kompetente Chirurgen zusammenbekommen, die auch Zeit und Muße haben zu operieren. Na, sie ist erst nächstes dran. Dann sollte sich das noch ausgehen. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. So, was ist am kaputt werden? Es raucht mal nichts, immerhin. Aber es klingt etwas ungemütlich. Ah, hier. Die Blutmaschine. Nächster Notfall. 12 Leute mit Spitzzüngigkeit. Das ist mir auch ehrlich gesagt einfach zu viel am Patienten. Da traue ich mich nicht ganz drüber. So, 50.000 noch. Und wie schaut es mit dem Krankenhauswert aus? Ja, gerade ein bisschen. Da müssen wir irgendeinen Raum noch bauen. Dann passt das. Die Patienten geheilt haben wir. Der Haar-Repairer, ich glaube, den ersetzen wir mal. Und die Spitzzungenreibe war da hinten. Wobei, die schaut eigentlich ganz fit aus. So, die Seuche haben wir abgewendet. Das ist gut. Oder die Epidemie, so heißt es korrekt. Naja, auf der Geschwindigkeit spielen, ich kann es euch sagen, gar nicht so einfach, da alles im Blick zu behalten. Nicht einfach. Ah ja, was natürlich noch fehlt, ist die Wartezeit von alle Kriterien erfüllt bis hin zu, ja, Mission dann wirklich gewonnen. Mal schauen, wie lange das dauert. Das wäre eventuell ein Kandidat zum Rausschneiden. Was können wir noch aufstellen? Was macht denn Sinn als Backup? Sollen wir einfach noch einen Personalraum aufstellen? Das könnte man machen. So, ein Videospiel noch ein bisschen einrichten. Oh, ich glaube, ich hörte einen Ablebensfall. Dann schauen wir mal, ob das genügt hat. Ja, nicht ganz. Da braucht man wohl offensichtlich was Teureres, so wie es ausschaut. Dann riecht man noch ein, was ist denn richtig teuer? Oder was braucht man wirklich oft? Eine Elektrolyse wäre teuer. Stellen wir die mal auf. Mal schauen. Ja, jetzt sind wir drüber. Das passt mal. Dann müssen wir noch 17.000 verdienen. Und dann haben wir es geschafft. Naja, hat so gesehen 2 Folgen lang gedauert. In etwa 40 Minuten haben wir jetzt gespielt. Und hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen, hätte es sicher länger gedauert. So, hier wollte ich nochmal reinschauen. Und man sieht es auch, wir haben eine wichtige Maschine eingebüßt. Das schon mal nicht schön. Mussten die ersetzen. Den ein oder anderen Ablebensfall, den wir vielleicht verhindern hätten können. So, jetzt gibt es auch noch Vorwürfe darüber, wie wir das Krankenhaus leiten. Ich bin eigentlich sehr zufrieden.
vielleicht der ein oder andere leider verstorben. Mehr wie sonst. Durch meine Schlampigkeit. Ja, neue Elektrolyse hat sich schon gelohnt. Da verdienen wir auch ordentlich dran. Super. Bisschen noch, dann haben wir es geschafft. Vielleicht vom Vorteil, wenn wir es noch vor... Haben wir eigentlich noch Schulden? Nein, wir haben noch 10.000 Schulden. Ganz vergessen, vielleicht gut, wenn wir es vor Dezember noch fertig bekommen. Also vor Ende Dezember. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das einen Einfluss drauf hat, wann dann die Endabrechnung sozusagen kommt oder wann wir dann im Level aufsteigen. Geht sich's noch aus? Ein Zehner müsste man noch verdienen. Ah, könnte knapp werden. Im aktuellen Jahr. Nochmal kurz checken. Das passt, das passt, das passt. Das passt gleich. Gut, dann warten wir noch auf den Jahresabschluss und dann werde ich so lange wirklich vorspulen, bis wir den Level geschafft haben. Weil das kann jetzt ein paar Monate dauern, nach meiner Erfahrung. Und kommen wir noch drüber. Vor Jahresende. VIP will noch eingeladen werden, okay. Jawohl, wir sind gerade noch drüber gekommen. Grad. Okay, dann holen wir uns noch unsere Belohnungen ab, die da dieses Mal wären. Ja, in etwa dieselben wie letztes Mal. Hervorragender Ruf, die wenigsten Ablebensfälle. Den höchsten Wert haben wir jetzt auch. Sauber ist es und wie üblich die Maschinen nicht so gut gewartet. Und die zwei kennen wir auch schon. Oh, und wir haben es glatt geschafft. Tatsächlich zum Jahresabschluss noch überschritten das Geld und entsprechend heißt: Hallo Tom, Sie waren an diesem Krankenhaus äußerst erfolgreich. Wir sehen eine große Zukunft für Sie voraus und bieten Ihnen deshalb eine andere Stelle an. Sie bekommen folgendes Gehalt. Astronomische Summen. Die Herausforderung würde Ihnen sicher gefallen. Sind Sie an einer Stelle im Nettstadt-Krankenhaus interessiert? Natürlich. Und somit hätten wir Mission 9 auch geschafft. Sehr schön. Und ich wünsche, wie üblich, alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, Pierdenk. Und Baba.